Hallöchen, ihr lieben Häschen. Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wie ihr sehen könnt, wir sind immer noch in der traumhaft schönen Hölle von Hades. Und ja, ich muss jetzt erstmal gucken, wo wir hier überhaupt weitermachen, weil... Seht ihr auch so, ne? Ich werde jetzt mal die Fragezeichen so peu à peu abklappern. Vielleicht entdecken wir da noch was Neues. Ansonsten muss ich wirklich mal die Ausrufezeichen abklappern. Dass wir vielleicht ein paar Quests machen müssen, die uns dann storytechnisch weiterbringen. Obwohl ich hier so wenig wie möglich Side-Quests machen wollte. So, probiere ich nämlich mal nicht mit. Du bringst dich hier nur wieder um. Ich hoffe, das Spiel schmiert mir nicht ab. Das ist mir jetzt nämlich gerade eben beim Versuch, das Spiel zu starten, zweimal abgeschmiert. Jetzt habe ich den PC neu gestartet. Jetzt scheint es erstmal zu gehen. Ich hoffe, es bleibt so. Ein Absturz während des Spiels kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Das würde mir sonst sehr heftige Flashbacks von Assassin's Creed Origins damals geben. Weil mir da nicht das Spiel abgestürzt ist, sondern die Grafikkarte. Oder das Aufnahmeprogramm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Echos des Stücks. Das ist das Fragezeichen, das ich mir holen wollte. Ich drücke mal die falsche Taste für die Karte. So. Dann komme ich da rüber. Sie werden mich suchen. Ja, bitte. Bitte schon weg. Vorsichtig sein. Dann nehmen wir diese Affe hier. An der Stelle könnt ihr noch ein bisschen nachbollern, ne? Wenn da schon ein Boot steht, dann kann er das auch bitte schön anspielen. Oh ja, sieht ja komisch aus. Verbrannte Ländereien. Sperrgebiet. Das ist einfach Neos Libris. An einem Ort, wo ich eigentlich bin. Ich habe schon Stücks schwimmen, das ist bestimmt gesund. Ah, ich wusste, ihr seid so spaltfähig. Nein. Cassie. Hoch mit dir. Hoch. Klettern. Sehr spannend aus hier. Tag. Altes Timinas. Okay. Geh mal rein. Vielleicht gehe ich auch nicht rein, da sonst Tat daraus Riegel. Siegel. Drück schon wieder falsche Taste für die Karte. So. Lieber tot als entehrt. Okay. Mhm. Ich glaube, am verbrannten Tempel der Moiren könnte auch noch irgendwas sein. Ich habe nämlich letztens meiner Freundin mal zugeguckt, die dann plötzlich herausgefunden hat, oh, die Elysion-Quest ging ja doch noch weiter. Nachdem ich das dann hier gespielt hatte und sie hatte dann dementsprechend auch nachgezogen. Sie ist jetzt natürlich mal wieder weiter als ich. Aber sie hatte so ein paar Gegner gefunden, die ich noch gesucht hatte. Unter anderem da drüben am Tempel, da müsste glaube ich der Schwertfisch sein. Der arme Haarschalter. Und das tut mir auch noch. Um den Typen tut mir auch noch leid, weil ganz ehrlich. Er hat jetzt auch bei unserem ersten Kampf nicht so gewirkt, als wollte er das wirklich tun. Als wollte er aussteigen, aber er findet nicht.
traumhaft schön hier. Ich möchte mich mit meiner Schrankwand niederlassen. Diese Schwefeldinger hier. Widerlich. Aber wie sagt meine Freundin nochmal so schön, besser widerlich als widerlich, ne? Ich muss jetzt hier leider noch ein Wochenende nachziehen, weil es hat einfach nicht gereicht. Und vorne nicht. So, Befehlshaber ausschalten, okay. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Kommt raus. Traut euch. Also eigentlich das, was ich machen wollte, aber hey. Das Spiel mich verarschen möchte, habe ich gefragt. Ja, ihr werdet jetzt einen kleinen Schnitt bemerkt haben. Der Kampf ist schon wieder vorbei. Du bist hier nicht willkommen. Ja, ja. Wirklich bin ich auch gar nicht so. Ich bin nur zum Schwertfisch. Gar nichts. So, ja. Das Spiel ist zum erneuten Male beziehungsweise diesmal ist nicht nur das Spiel abgestürzt, sondern gleichzeitig hat mir auch die Grafikkarte gemeldet, dass es einen Treiberlag gegeben hat. Also es geht jetzt hier gerade echt genauso wieder los wie damals mit Assassin's Creed Origins. Ich weiß nicht, was da los ist. Andere Grafikkarte? Komplett anderes System, wenn man so will. Ja, seit Assassin's Creed Origins ist praktisch jede Komponente in meinem Computer und, das Gehäuse selbst natürlich einmal komplett ausgetauscht worden. Es gibt diesen Computer von damals einfach nicht mehr. Deswegen verstehe ich nicht, was jetzt hier gerade los ist. So, hat mir irgendwie eingebildet, dass hier in dem Bereich der Schwertfisch irgendwo sein soll. Zumindest habe ich mich so erinnert. Es kann natürlich aber auch sein. Da ist er doch. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Was ist denn jetzt hier?
dich gewartet, Söldnerin. Du möchtest als Haifutter enden? Kannst du jetzt schwimmt er wieder mit den Fischen. Hat er jetzt gerade echt, weil er hier runtergefallen ist, Suizid begangen? Das ist ja toll. Oh, ein Friedensschwertfisch. Notiz des Schwertfisches, sie sind mir gefolgt. Selbst zum Arsch der Unterwelt folgt mir der Kult. Zu Lebzeiten tat ich, was sie verlangten. Aber selbst im Tod wollen sie gehorsam. Ich werde mich ihnen nicht beugen. Ich habe mir bereits hartes Gunst verdient. Wenn ich Wächter für seine Tore finde, wird er mir sicher eine noch mächtigere Position geben. Der König, der seine eigene Tochter erschlug, um den Krieg zu gewinnen, soll in den Flammen in der Grube der Entbehrung tanzen. Ich habe vor, ihm einen Besuch abzustatten. Das ist ja schön. So, haben wir den Brustschutz. Und ja. Der letzte verlorene Teil kann gefunden werden, indem du einer alten Bekanntschaft hilfst. Jetzt werden wir nicht umhin kommen, hier oder da mal vorbeizuschauen. Ich gehe erstmal dahin, weil das näher liegt. Machen wir den Umweg unten rum. Hoffentlich ohne durch die giftigen Gruben mit den Schlangen durchzulaufen. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Die Pumpe hier giftig oder ist das normales Wasser? Ja, irgendwo hier unten sind nämlich auch die Schwefelfelder. Und dann, wenn ich gerade drauf zulaufe. Ja, da sehe ich schon. Die Schwefelklumpen in die Höhe ragen. Schlamm. Bäh. So, die Pumpe da ist definitiv giftig, die blubbert. Überhaupt keinen Bock auf Schlangen jetzt gerade. Sowieso nicht, was Schlangen in irgendwelchen Schwefelfeldern machen. Na gut, der Giftmischer hat sie mit hingebracht, ne? Aber. Misty! Stell dir jetzt, wo ich keinen Bock auf Schlangen habe, die taucht einfach so aus dem Nichts auf, die habe ich nicht gesehen. Wir gehen sogar zusammen. Ja. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass ich jetzt hier in dem Aufnahmeabschnitt, falls das Spiel nicht wieder abstürzt, 22 Minuten aufnehme, weil sonst wird die Folge zu lang. Dann stürzt das hier hoffentlich heute nicht mehr ab. Ich will hier echt Open End aufnehmen. Ich will durchkommen. Werde ich heute nicht alles schaffen, auf keinen Fall, aber heute und morgen zusammen. Die Chance rechne ich mir mal hoch an. Ah, der Fährmann. Also gut, Charon. Dann erzähl mir von diesen verlorenen Seelen. Ach, die? Nicht jeder in der Unterwelt gehört hierher. Diese Seelen haben sich verirrt. Ihre wahre Ruhestätte muss gefunden werden. Okay. Warum haben sich diese Seelen verirrt? Du bist der Fährmann. Du sagst, wo es lang geht. Das gehört nicht zu meinen Aufgaben. Jede ankommende Seele ist verloren, hat noch etwas zu erledigen. Und manche sind sympathischer als andere. Wer sind diese Seelen? Wer sind diese Seelen, denen ich helfen soll? Die meisten Toten erhalten eine angemessene Bestattung. Aber nicht alle haben dieses Glück. Und die Unglücklichen verirren sich. Oh ja, sie wandern bis in alle Ewigkeit umher, ohne ihr Schicksal zu akzeptieren. Okay, ich helfe den Seelen, Frieden zu finden. Ich helfe dir, Fährmann. Aber wo soll ich anfangen? Es gibt da einen Soldaten, ein Athener. Er wollte eines ehrenvollen Todes in der Schlacht sterben. Stattdessen stürmt er auf einen Feind zu, rutscht im Matsch aus und
Phil hin. Das ist ein tragischer Tod. Was für ein großer Krieger. Er braucht einen glorreichen Tod, um ins Elysium überzugehen. Aber ohne Waffe und Rüstung kann er nicht in den Krieg ziehen. Okay. Das eine ist in der ruhelosen Nekropolis, das andere in den Händen eines Kämpfers namens Schwertfisch. Gut, den Schwertfisch habe ich schon. Schwertfisch. Natürlich ist er hier. Ich hole die Ausrüstung dieses Soldaten und helfe ihm, so zu sterben, wie er es wünscht. So, lieber tot als entehrt. Der Mut des Soldaten liegt in der ruhelosen Nekropolis im südwestlichen Teil der Krypta der Qual. So. Fährmann, ich leih mir mal eins deiner Boote. Da brauchst du schwimmen. Ich sag das mit den 22 Minuten, das ist nur so, weil die 30 Minuten folgen von der Richtwerk ist bei mir. Es kann mir natürlich gut und gerne auch passieren, dass die Folgen hier gerade in der Hölle ein kleines bisschen länger werden, weil es ist doch alles recht eintönig, recht weitläufig. Und manche Kämpfe lassen sich vielleicht auch nicht zeitgerecht erledigen. Beschwören, mein PC bloß jetzt keine Spielanzeige zu machen. Ich habe nach dem letzten Absturz habe ich dann erstmal Windows-Updates installiert und habe nochmal einen Chipsatztreiber nachgezogen, in der Hoffnung, dass es jetzt besser läuft. Aber bisher sieht es gut aus. Das ist der richtige Ort. Okay. Machen wir. Das Wasser sieht echt ungesund aus. Eisenklippen oder so? Keine Ahnung. Jedes Mal Angst, dass ich mit Cassie irgendwie draufgehe, wenn ich so tief runterspringe. Aber die rollt sich ab und es gibt keinen Fallschaden. Egal wie hoch ich abspringe. Das ist ein medizinisches Wunder. Sich von ihr noch ich mache mich unsichtbar. Dann krieg ich keinen Fallschaden. Die ruhelose Nekropolis. Klingt nach Spaß. Das erste, was mir auffällt, sind Schlangen. Also eine Schlange. Das heißt, ich muss mal woanders hin. Aber bevor ich hier irgendwo ins Nichts springe, gucke ich erstmal, ob hier irgendwo Schlangen sind. Stirb. Drei Pfeile für eine Schlange ist echt schon armselig. War das die einzige hier unten? Merkt schon, wenn mich hier was wahnsinnig macht im Spiel, vor allen Dingen sind es Schlangen. Die lösen in mir eine regelrechte Panik aus. Diese Viecher. Ich hasse sie mit jeder Faser meines Körpers. Hastig bewegen. Könnte wieder irgendwo was zusammengerolltes liegen. Aha. Die Rüstung ist zwar noch nicht vollständig, aber ich werde trotzdem mal
soweit es geht, rüberwechseln. Die Armschienen des Gefallenen fehlen mir noch. So, den Brustschutz habe ich. Den Gürtel habe ich. Die Schuhe habe ich. Okay, da drüben muss ich schnell sein. Ihr denkt, du beziehst mir die Hose mit der Kneifzange an, wa? Das ist heute so eine schlangenlastige Folge, ist ja egal. Rüstung macht nicht viel her. Ich habe das Schwert und die Rüstung des Athenas. Jetzt muss ich sie ihm nur noch bringen. Rührt sich nicht. Da ist was im Weg. Also da lag, wo du das jetzt gerade siehst, da ist nichts im Weg, Cassie, aber bild das ruhig weiter ein. Alles frei. Bahnfrei mit Kartoffelbrei. Gott, hier ist mal bitte einatmen, ey. Ich krieg schon Paranoia von den Scheißviechern. Widerliche Kreaturen.
alles, was Natur gegebenermaßen weniger als zwei Beine und mehr als vier Beine hat, ist mir suspekt. So. Ein paar Minuten haben wir noch, dann gehe ich den Typ mal besuchen. Und beschere ihm ein Ende, was ihm gebührt, damit er ins Elysium gehen kann. Das ist zumindest schöneres Wetter als hier. Die Klage. Ich bin ungeschickt. Einfach zu ungeschickt. Eine Kriegerin. Fand der Tod dich auch auf dem Schlachtfeld so wie mich? Ich wurde geschickt, um dir zu helfen. Ich verhelfe dir zu einem glorreichen Tod. Ich kann nicht unbewaffnet kämpfen. Das ist unehrenhaft. Wie gut, dass ich hier deine Rüstung und Waffe habe. Es fühlt sich seltsam an. Ah, du gewöhnst dich schon wieder dran. Ich zog in den Krieg, um mein Zuhause vor Spartas Belagerung zu beschützen. Sag mir, konnten wir das glorreiche Athen und sein Volk retten? Athen ist sicher. Dein Heer besiegte Sparta an den Toren der Stadt. Du hast mir Trost gespendet. Nun gewähre mir Frieden. Halte dich nicht zurück, Athena. Bring dir es angemessen zu Ende. Verstehe ich, dass dich dein Tod sehr gut macht. Der Hellenschlag lädt sich jetzt nicht mehr auf, jetzt trage ich ja nicht mehr Essensrüstung. Versiegeln oder so. Inventar. Etzios Kapuze. Etzios Brustschutz. Etzios Gürtel.
Ezios Stiefel. So. Das Mailänderschwert führe ich noch. Dann, noch einmal, weil es so schön ist. Darf ich mich nicht sehen lassen? Und seht ihr, das ist jetzt eben so das, was ich meine. Weshalb so eine Folge eben auch mal ein bisschen länger sein kann. Wir sind jetzt eigentlich schon am Ende, zeitlich. Aber das bringe ich jetzt noch zu Ende. Wenn sie es kommen, dann stürzt jetzt vielleicht stürzt das Spiel an. Ja. Ah. Mein PC hat mich heute nicht. Mit dem falschen Bein zuerst aufgestanden, also weiß ich nicht. So. Weiter den Dialog mal ein bisschen durchskippen. Die Schlacht ist immer derselbe. Noch hat der Toten. Ich wie. Ich zog ihn. Bringen wir es angemessen zu. Ja, und Rico Jones ist aber. Ja, jetzt kann man mal richtig kämpfen. Und. Nochmal. So, ist das jetzt dran? So. Und nochmal. So, der nächste bitte. Dankeschön. Nochmal. Das war's. Ab ins Elysium. Meister der Schlacht. Schließe 5 Eroberungsschlachten ab. Ich habe verlorenen Soldaten hinbekommen. Das ist ja schön. Neue Quest. Eine verfluchte Krankheit. Okay. Kümmere ich mich jetzt aber noch nicht drum. Weil, ja. Charon, mag zwar die ein oder andere Quest für uns haben, aber er ist kein alter Bekannter. Den treffen wir da. Ich spoilere mal nicht, wer es ist. Meine Freundin hat schon mit dem Wesen gesprochen. Und ich sag nur so viel, mein erster Gedanke war, ich möchte ihm auf der Stelle den Hals umdrehen. Den richtig, richtig viel. Aber findet selbst ja auch nichts. Falls ihr es nicht schon wisst. Und damit er nicht irgendwie ins Zuchtnähe oder so gucken könnt. Ja, was juckt doch heute nicht das Zuchtnähe. Werde ich natürlich erst in der nächsten Folge beraten, wer diese Person ist. Ich werde mich nur in dessen Nähe begeben und dann ist hier Feierabend. Aber anders kommen wir wohl nicht an das letzte Rüstungsteil heran. Vielleicht mal wieder der. Obwohl, der macht keinen Sinn, der Quest zu folgen, wenn ich jetzt gleich einer Teilquest folge. Also, mal gucken, für mich, ob wir irgendwie was zum Einsammeln. Ich hoffe, dass ich aus dieser Hölle raus, ey. Ich will hier nicht mehr sein. Oh, da haben wir Decke über uns.
haben die äußere Mauer dieses Ortes erreicht. Ich bedanke mich sehr für fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über Likes und auf Kommentare freuen. Niemand darf mich sehen. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Odyssey dann wieder. Bis dahin und ciao, ciao. Something to fight for.